schon so locker. Jetzt. Hält, alles gut. Okay, dann ich würde sagen, wir knien. Ich setze mich hier auch so halt, ne? Und so auf dem Dingschen und dann machst du es. Oh, nein! Marc! Habe ich die überlaufen. Hast mir nicht festgebunden. Hast du kurz gedacht, zwar weg, ne? Die 50.000 Euro Uhr lasse ich dann doch nicht fallen, ne? Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute haben wir ein ganz besonderes Uhrenvideo vorbereitet. Weil wir wo sind? Auf Mallorca. Aber das ist noch nicht alles. Wir werden uns gleich auf ein Speedboot begeben von einer sehr kleinen Manufaktur. Etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben heute Uhren vorbereitet, die alle ja, sehr selten sind. Und es gibt eine Daydate, die hatte ich noch nie in der gesamten Historie in meiner Hand. Ja, wir haben Yacht. Sagst du einfach mal zum fünften Mal. In okay, du zeigst Videos. Zum fünften Mal. Kennst du die Sachoche? Vier. Das war eigentlich drei. Drei. Aber ist kein Problem. Wir legen los, freut euch drauf, wir haben eine Menge Spaß heute. Als erste Uhr habe ich... Entschuldigung. Als erste Uhr habe ich was rausgesucht, was wir auch nicht so häufig bei uns haben. Aber nicht aufgrund der Preisklasse, sondern einfach aufgrund der Verfügbarkeit. Und zwar von dem Hersteller Tudor. Willst du mal gucken, oder? Super schön. Wir haben ja die Tudor Royal in 41 mm, aber nicht die normale Variante, sondern in Stahlgold mit einem ja, Brillantziffernblatt. Mhm. Davon gibt es auch eine schwarze Variante. Das Spannende bei dieser Uhr ist, sie kostet Liste 3.880 Euro und wir verkaufen sie auch zum Listenpreis. Das ist eigentlich ganz cool. Da steigt man relativ günstig mit ein und jeder, der eine neue Uhr sucht in diesem Niedrigpreissegment, wird, glaube ich, hier ganz gut fündig sein. Wie wirkt auf dich so die Uhr? Also ich muss sagen, ich könnte das auch also als sportliche Uhr empfehlen, aber auch natürlich selbstverständlich elegant. Ne? Also man könnte auch mit Jeans und ja, so einem Hemd in einem Alltag das auch ganz gut integrieren. Aber zu dem Outfit, muss ich sagen, passt es auch super. Passt es wirklich, ne? Sehr schön, ja. Also das ist so eine Uhr, die eigentlich Konkurrenz macht zur Datejust 41 mm. Nur ihr müsst euch vorstellen, für eine Datejust im selben Look, auch mit einer Griffelnette, zahlt ihr halt 13.000, 14.000 Euro mindestens. Und ihr seid ihr mit 3.800 Euro, habt Stahlgold, Brillantziffernblatt, Factory, also das heißt schon was, ne? Ich muss auch sagen, mir gefällt hier normalerweise bei Bicolo hast du schon relativ viel auch Gold, ne? Man muss auch mögen. Hier ist es tatsächlich so dezent, außer das Zifferblatt, also am Armband sieht man kaum, dass da auch Gold dazwischen ist. Das heißt, man kann auf jeden Fall in den Alltag und ja, zu jedem Outfit gut integrieren. Finde ich schön, also diese Mischung ist auf jeden Fall sehr, sehr elegant. Ja, und jetzt haben wir als nächsten halt einen Stopp auf dem Boot geplant und ich kann euch sagen, wir haben eine Daydate hier, die habe ich in meiner gesamten Karriere so noch nie gehabt. Also es ist ein skelettiertes Ziffernblatt, davon will ich nicht zu viel verraten. Von daher, wir wechseln jetzt die Location. So, wir haben uns jetzt hier so ein kleines Plätzchen ausgesucht. Und hier gibt es auch nichts zum Festhalten, was aber für mich kein Problem ist. Und welche Uhr von der Marke Rolex wurde speziell für so eine Situation hier entwickelt? Speziell für diese Situation. Speziell für diese Situation. Mhm. Und zwar, das ist natürlich, wenn ich jetzt reinfallen würde, das wäre eine... Das wär, darf man mal raten? Fängt mit R an und... Wie fängt mit R an? R. Fängt mit R an und dann endet mit X. Ich habe gerade gesagt, welche Rolex. Ach, hast du schon Rolex gesagt. Genau. Dann mit YA. Okay, kein Problem. Und mit R auch. Also wir haben hier natürlich die Yachtmaster. Wie könnte es sein? Wir sind hier auf einer Yacht und präsentieren die Yachtmaster. Und zwar nicht nur irgendeine, es gibt viele verschiedene. Wir haben hier das Beste aus der gesamten Kollektion, und zwar die Yachtmaster Haribo. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Es gibt verschiedene Uhren, in der diese Saphire verbaut worden sind. Mhm. Also zum Beispiel hat man ja die Daytona Rainbow, wo solche bunten Farbsteine verwendet wurden. Und bei dieser hier ist es so ein bisschen unterm Radar. Also wir haben hier aktuell, glaube ich, circa 10 Modelle auf dem öffentlichen Markt. Wir sind natürlich wie immer der beste und günstigste Anbieter. Und ich kann euch nur eine Sache sagen. Wunderschöne Uhr. Wenn man die Uhr jetzt in echt sieht, ja, es ist so eine Aura, es ist wirklich Wahnsinn. Und gerade jetzt hier, wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs ist, es ist der absolute Wahnsinn. Yachtmaster ist für was genau?
Erzähl mal. Na, was kann man messen? Was kann man? Nee, also die ist nicht zu messen da, sondern es ist eigentlich genau gemacht für Adventures on the Sea, wenn man auf der See ist. Die Uhr soll wasserdicht sein. Mhm. Die Yacht Master ist halt für die Yacht gedacht. Ja, ne? Ja. Genau. Okay. Und aktuell befindet sich hier der Preis um die 150.000 Euro. Und das ist ein Witz, wenn man das mit der Daytona Rainbow verknüpft. Das Einzige, worauf ich hierbei setze, ist, dass sie eingestellt wird. Denn dann können wir hier auch durchaus Preise 250.000 bis 300.000 Euro erreichen. Ist natürlich wichtig, dass ein bisschen Zeit vergeht. Aber auch im Sinne des Portfolio-Management würde ich so eine Uhr empfehlen. Es ist immer wichtig, dass man sehr wenig Stückzahlen am Markt hat und dass es irgendetwas Besonderes an dieser Uhr gibt. Ne? Wir haben hier eine ungetragene Uhr, glaube ich, aus dem Jahre 2019. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und von daher eine sehr, sehr tolle Uhr. Und wir machen jetzt als Nächstes weiter mit einer Uhr, bei der man ja, auf jeden Fall tief tauchen kann. Na, ja. Gehen wir ins Wasser? Nein. Was machst du denn hier? Oh Mann, was für ein Ding. Hi, herzlich willkommen an meinem Boot. Das ist unsere Lieblingsbegrüßung, ne? Wenn wir nicht wissen, wie wir einsteigen sollen. Wir haben nämlich hier etwas nur für die großen Jungs. Aha. Eine aha. Uhr. Männer. Ja, genau. 44 mm mit 5 mm Aufbau. Eine Deep Sea, die übrigens auch von der Referenz her verändert wurde. Das Kaliber hat sich irgendwie geändert. Wir haben aber hier die 1.2 dreimal die 6.0, nicht die 1.3 dreimal die 6.0. Und zwar die Deep Sea Blue. Ja, eine Uhr, von der ich immer dachte, dass sie viel, viel teurer sein müsste. Müsste, weil? Ja, also erstmal, man kann 3000 Meter wassertief tauchen mit der. Mhm. Diese Art und Weise, wie das ganze Ding gebaut ist, ist schon sehr hochtechnisch. Man hat einen Titandeckel und da drauf, wenn der Druck wirkt, dann ist das wie so ein Rückgrat, was sich quasi verschraubt ineinander. Aber sie krebst irgendwie immer mit der, in derselben Preisklasse rum. Also das ist zu sportlich. Also was gegen, ja, also was gegen die Uhr spricht, ist natürlich die Größe. Aber eine Sache ist auch klar, also das ist auch eine Frage an Rolex von mir aus. Wie lange wollt ihr bitte diese Uhr mit James Cameron-Kollaboration drin lassen? Hör mal, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Mit Magiebauern fangen das so. Nein, ich sag ja gar nicht, nein, aber James Cameron, das ist schon sehr zugeschnitten, dieses Projekt, diese Deep Sea Blue als solches. Also ich sag mal so, das blaue Zifferblatt könnte mal aus dem Programm gestrichen werden. Das wäre mal so eine Ansage von mir aus, ja, und das wird auch dem ganzen Modell, denke ich, gut tun. Wir haben hier eine Taucheruhr für Leute, die wirklich etwas Großes am Handgelenk tragen. Ich höre immer wieder so das Feedback von den Leuten, so eine Submariner ist mir zu klein und so, dann habt ihr hier auf jeden Fall das richtige Modell. Und man muss sagen, in dieser gesamten Hype-Phase ist das Modell nie wirklich durch die Decke gegangen. Und das bietet noch einiges an Potenzial. Also 3 Meter tief ist schon... 3 Meter? Tief. Oder? Ist schon? 3.900 Meter, genau. 3.900 Meter. Was hast du denn gedacht? 3 Meter? 3 Meter tief. Du fandest 3 Meter schon beeindruckend? Also 3.900, wer sollte da so tief reingehen? Genau. So sieht es nämlich aus. Das ist einfach der Wahnsinn, ne? Das sollen die letzten Worte zur Diebsi gewesen sein. Das heißt schon was, ne? Das heißt schon was. So, Kapitän. Also wir haben hier vorne eine Kamera stehen, ne? Und wir haben gerade schon die Parfumsequenz aufgenommen. Man weiß nicht genau, ob sie durchhält, aber der Olli hat gesagt, er springt hinterher, wenn sie runterfällt. Von daher, wir haben eine Uhr, die natürlich auf so einem Trip nicht fehlen darf. Inspiriert ja von diesem Porthole oder auch von einem Taucherhelm, je nachdem, wem man jetzt glaubt. Ich bin auch selber da nicht ganz im Thema drin. Mhm. Hier haben wir die Royal Oak, ja, erfunden von Gerald Genter, das, was ich eben erzählt habe. Die allererste Sportuhr, die in Stahl rausgekommen ist, sogar noch vor der Nautilus. Okay. Hier haben wir die 37 mm Variante mit einem mechanischen Werk. Man kann auch hinten übrigens den Rotor sehen. Diese Uhr wird so nicht mehr gebaut. Da gab es ein Update von. Okay. Ganz, ganz spannend. Und wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr ja, dass die Uhr immer irgendetwas Besonderes bieten muss. Entweder Ziffernblatt oder sonst irgendwas. Und wir haben hier Factory Diamonds auf der Lünette, genau. Das macht die Uhr etwas besonders. Wir haben auch hier durch dieses integrierte Band schon einen guten Umfang. 37 mm würde man normalerweise denken, vielleicht zu klein, wobei ich auch 36 mm trage. Was sagst du zu der Uhr? Ich finde, sehr, sehr schöne Uhr. Ist jetzt nicht für den Alltag.
findest du Stahl Royal Oak? Was willst du denn sonst im Alltag tragen? Aber mit den Diamanten ist schon, also... Wenn du ein junger Typ bist und trägst die Uhr so? Ja gut, wenn du so eine moderne, junge Typ bist... Alter, mit so ein bisschen Street-Style-Fashion, also die Uhr kommt doch anders, das ist doch wunderbar. Also ich würde eher so an diesem Handgelenk ziemlich gut finden. Ich will die gar nicht verkaufen. Nein, es ist wirklich eine wunderschöne Uhr, auch zu dem Anzug, absolut empfehlenswert. Sehr, sehr schön, einzigartig. Hatten wir auch, glaube ich, noch nie so. Doch, wir hatten einmal eine vorher da. Die Royal Oak ist allgemein preislich ein bisschen runtergegangen. Es gibt momentan 2 Uhren dieser Art in Europa. Wir sind einer der beiden Anbieter. Es sind jetzt nicht so viele am Markt. Schaut gerne mal da bei Chrono24 vorbei. Ihr werdet sehen, dass wir da konkurrenzlos das beste Angebot haben. Und falls ihr eine Uhr sucht, die ihr immer tragen könnt, die auch wasserdicht ist und so weiter, habt ihr hier einen Companion gefunden, der euch, denke ich, gute Dienste erleistet und auch preislich sich auf einem super Level eingefunden hat. Wir sind hier unter 50.000 Euro und ich glaube, da kann man zuschlagen. Marc, kannst du mir sagen, wie spät ist es? Wir haben hier wirklich ein Highlight. Das Ziffernblatt hatte ich so noch nie da. Und zwar genau so, wie es Rolex damals in der Ausstellung hatte. Also wir haben hier ein Honeycomb-Dial. Das sind Honigwaben, ähnlich wie bei der Biene. Wenn du mal genau hinschaust, man kann durch das Ziffernblatt durchschauen. Wirklich? Von dieser Variante gab es 2 Ausführungen. Also diese mittleren Waben sind ja zum Teil ausgefüllt. Und ich kann mal vorlesen, wir blenden auch mal hier dieses Bild ein. Und zwar so war das im Katalog damals abgebildet. Und zwar hier wird gesagt, the drama of precious metals and sparkling jewels. Oyster Perpetual Day Date enhanced by the spectacular late. Da Dentelle Dial, inspired by the delicate laces of Europe. The dial's shimmering pattern is created by sparkling diamonds spun into an exquisite 18-karat lacework setting. This handcrafted timepiece is incomparable beauty created in its finest Swiss tradition. Also, wir haben hier eine Day-Date mit einem Factory-Besatz auf der Lünette und dann halt dieses gelb-goldene, voll gelb-goldene Ziffernblatt mit Diamanten. Ja. Sehr, sehr seltenes Ziffernblatt. Warum hast du es heute auf diese Reise das mitgenommen? Ich finde irgendwie, wenn man jetzt so meinen Look sich anschaut, einfach so. Ne, und schaut mal den Look von Marc an erstmal. Ich finde das so irgendwie. Ich finde das einfach so ein cooler Look so, mit der Day-Date zusammen. Ja, meinst du? Ja, find so. Ich passt. Und dann mit der Yacht aber auch noch. Ja, zusammen. Oyster Perpetual ist ja auch so, ne? Ist ja auch wasserdicht. Und ich finde es irgendwie echt. Cool. 36 mm? Ja, also das ist eine Uhr, gerade auch wenn es ums Thema Investment geht, man sollte jetzt nicht das Modell so unglaublich oft tragen, sondern das ist wirklich etwas für die nächste Generation. Sehr, sehr tolle Uhr. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht genau sagen, wo ich sie einpreise. Es wird über 50.000 Euro sowieso sein, unter 100.000 Euro. Sehr, sehr seltenes Modell. Ich muss erstmal in die Recherche gehen, um herauszufinden, wo sich das Ganze aufhält. In welchem Jahr wurde das produziert? Es wurde, glaube ich, in den 90ern. 90er, okay. Ja, 90er Jahren. Von daher. Top-Zustand, also wirklich fantastisch. So, Leute. Ja. Wir sind am Ende angekommen, ne? Wie war es für dich? Sehr, sehr schön. Also tolle Location, hat Spaß gemacht. Hatten einen tollen Tag. Ja, ich würde sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr diese Art von Content mögt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in Düsseldorf. Oder auch wieder hier. Ciao, ciao.